Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der linken Rheinstrecke vom Interregio. Wir fahren in einem Szenario von meinem guten Freund, dem Tom Fresco, und sind hier unterwegs auf der linken Rheinstrecke von Koblenz nach Mainz im Interregio, im Steuerwagen, im Interregio Steuerwagen. Link zu den Repaints in der Videobeschreibung und hinten dran haben wir die Baureihe 101. Die müssen wir jetzt noch aufrüsten und dann geht's auch schon los. Dementsprechend würde ich mal sagen, fangen wir mal an. So, dafür müssen wir erstmal aufstehen, beziehungsweise erstmal machen wir Folgendes. Wir gehen einmal kurz in die Störungssimulation hinein und deaktivieren die Störung, denn ich möchte heute keine haben. Ups, so nicht, sondern auf die 1 klicken, Störungssimulation deaktivieren und verlassen. Dann stehen wir einmal auf und verlassen den Führerstand, müssen allerdings vorher noch erstmal die Fahrtrichtung vorwählen und beziehungsweise auf neutral stellen und die Türen auf der rechten Seite freigeben. Dann können wir den Fahrtrichtungswender wieder rausnehmen und einmal hier rausgehen. Genau, die Türen öffnen sich, hervorragend. Gehen wir einmal kurz in die God-Mode rein und gucken, dass wir schneller laufen, dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Da kommt die Frage ab und an mal auf, wie mache ich das mit dem schneller Laufen? Das ist durch die God-Mode von meinem guten Freund, dem Fubian. Wir steigen ein in die 101. Und stellen hier den ZXS-Schalter auf ZWS und das war's auch schon. Mehr müssen wir hier auch nicht machen. Genau, die Rollos sind bereits unten, genauso muss das. Wir schließen die Tür, wobei wir gehen noch einmal auch hoch auf die 101 nochmal. Und auch hier setzen wir uns eben hin und gehen in den Störungssimulator und deaktivieren auch hier. So, wir sehen es ist inaktiv und dann können wir entsprechend ja ohne Störung heute fahren. Das finde ich dann doch ein bisschen angenehmer, zumindest für die ersten Fahrten. Wir kontrollieren einmal, ob hinten die Rollos unten sind. Das sind sie nicht. Dann steigen wir auch hier nochmal eben ein und machen das auch. Dann heizt sich der Führerstand nicht unnötig auf und dann hätten wir das Ganze auch schon. Genau. So, dann einmal wieder rüber. Lassen Sie mich, ups, da wollte ich nicht hin. Dann einmal wieder hier hoch. So. Ja, steigen Sie ein. Aber ja, okay, ich würde mir auch so ein Interregio erstmal angucken. Ne? Ist schon spannend. So, dann einmal die Tür wieder auf. Die Tür zu. Und dann gehen wir einmal, setzen uns einmal hier hin und stecken den Fahrtrichtungswender wieder rein. Ruhig in die Vorwärtsstellung. Müssen allerdings auch noch die Zugdaten eingeben. Die sind vorgegeben durch das Szenario. Also gut, die Szenariobeschreibung lesen und sich einmal aufschreiben, was vorgegeben wird. Bremsart stellen wir natürlich 9 ein. Bremshundertstel haben wir 180. Also stellen wir hier 18 ein. Die Zuglänge liegt bei 260 Metern. Das heißt also, wir gehen hier auf 26. Und die zulässige Höchstgeschwindigkeit eigentlich 200, aber ich habe mir sagen lassen bei dem letzten Video, da wir ja nur auf diesem Abschnitt hier fahren, auf der linken Rheinstrecke und ganz genau wissen, dass wir nicht schneller als 160 fahren dürfen, stellen wir auch hier 160 ein. Das heißt also, hier würde ich dann jetzt 160 eingeben, weil wir halt eben 200 nicht fahren werden heute. Wurde mir zumindest beim letzten Video gesagt von jemandem, der behauptet hat, er selbst sei Lokführer. Und ja, dann machen wir das halt auch, ne? Dann setzen wir uns einmal hier wieder hin. Die obere Zugart ist auch angewählt, hervorragend. Dann geben wir einmal die Bremsen schon mal frei und legen aber die Lokbremse nochmal an. So, ein bisschen Bewölkung nehmen wir uns wieder raus. Es kann ruhig noch ein Ticken sonniger sein, genau. Und was ich jetzt gleich auch mache, ist vielleicht auch noch den Nebel rausnehmen. Aber das mache ich gleich während der Fahrt. Ich würde sagen, wir schließen die Türen. Jawohl. Gucken noch ganz kurz. Ah, wir müssen noch die Zugsammelschiene einschalten. So, ZS an. Was haben wir sonst noch? NBÜ und Bremse. Ich denke mal soweit. Achso, jetzt steht da Türen nicht regeln. Okay. Ne? Okay, jetzt erst läuft das ab mit der Balken, dass die Türen aufgehen. Hier klicken wir mal drauf, damit das Störung wieder weggeht.
Genau, dann können wir uns einmal hier noch anmelden. Wir haben jetzt keine Zugnummer tatsächlich vorgegeben, deshalb, oder schauen wir nochmal. Ja, doch, genau, 2005, dann geben wir das Ganze auch ein. 2005, Enter und IVU wäre dann in diesem Fall, ja gut, was war das denn damals, Interregius? Ah, ja, gut, das war ja noch bevor die Deutsche Bahn da so zersplittert war. Bleiben wir bei DB Fernverkehr einfach. So, und melden an. In der Zwischenzeit können wir auch schon mal die Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. So, Türen, wir kontrollieren einmal, scheint soweit zu sein. Dann würde ich sagen, auf geht's. Wir schalten Leistung auf und wir fahren los. SIFA ist an, PZB ist an. Und wir fahren gegen die Haltebremse an. Ganz, ganz übel. So, jetzt aber. Auf geht's. Die hoffentlich nicht ganz so wilde Fahrt. Ja, hervorragend. Machen wir uns ruhig ein Fenster noch auf. Wir sind ja hier im Steuerwagen. Und dann dürfen wir ausfahren mit 120. Wir befreien uns auch schon aus der Beeinflussung. Sagen der 103 hier noch Tschüss. Was stand noch im Bahnhof eigentlich? Habe ich gar nicht geguckt. Oh. Oh, wunderschön. Endlich richtig Interregio fahren mit einem Steuerwagen. Das ist so ein schönes Bild. Auch ganz hervorragende Repaints vom guten Cloven mit all den Details, die man braucht. Wir sehen es auch hier, 200 km/h. Zulassung in Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien, Schweiz und Frankreich. Bremsgewichte hervorragend, wirklich ganz, 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 ganz toll. So, wir dürfen 140 fahren. Dann gehen wir jetzt auch natürlich geschwindigkeitstechnisch hoch. Ja, das Datum hier ist dann zu ignorieren, das passt dann natürlich auch nicht, auch mit dem GSMR und so. Das gab es, glaube ich, damals in diesem Sinne so auf diese Art und Weise noch nicht. Aber ja. Das sind eben diese Dinge, die muss man dann in Kauf nehmen. So, ich wollte noch den Nebel wegmachen. Das mache ich gleich, sobald wir ungefähr die 140 erreicht haben. So, ein bisschen wieder die Leistung raus. So, das Signal ist zum Glück nicht unseres. Da ist auch noch irgendwas. Ja, und 185, die kommt uns da entgegen. Dann schauen wir mal, Konsolenbefehle. War das Time of Day? System, Colors, Sky, Stars, Moon, Cloud Speed. Nee, da war das noch nicht. Sondern bei TS2. Ich will jetzt auch nichts von der Fahrt hier verpassen, wenn wir die ganze Zeit im Menü sind, während hier ein wunderschöner Zug nach dem nächsten uns entgegenkommt. Vielleicht mache ich das einmal kurz hier so im Fotomodus. So, ne? Dann verpassen wir wenigstens nichts. Außerdem können wir auch natürlich mal ein Foto machen. So, wo war das denn jetzt noch gleich? Nicht Modders Log, sondern Konsolenbefehle, Favoriten, da war es nicht. TS2, Gameplay, Passengers, Performance. Performance, Plattform, Signals, UI. Das war es auch nicht. Dann war es doch Time of Day System. Ja, doch, ah, da sehe ich es, genau. Nebel. Minimum Density gehe ich mal auf 0. Und Start Distance mache ich mal ganz hoch. Das müsste den Nebel. Ja, weg ist er.
So, hoch auf die 140 wieder. Herrlich, also ich finde Intercity und linke Rheinstrecke und auch gerade Interregio und linke Rheinstrecke, das gehört wirklich einfach zusammen, oder? Also wenn es eine Strecke gibt, wo der Interregio perfekt passt, dann ist es einfach im Rhein, beziehungsweise der Intercity. Ja, die meisten von euch werden sicherlich den Interregio nicht persönlich kennen aus der eigenen aktiven Erinnerung, sondern vielleicht nur so von Geschichten oder von Bildern, von Videoaufnahmen von früher. Der Interregio war eine Art Zwischengattung zwischen Regionalexpress und Intercity. Intercities gab es damals auch schon. Habe ich, glaube ich, in einem älteren Video mal fälschlicherweise behauptet, dass die Interregios dann zu Intercities geworden sind. Das stimmt natürlich nicht. So, genau, aber Interregios als so eine Art Zuggattung, bei der die Linien die Länge hatten von Intercity-Linien, also wirklich lang, aber Haltefrequenzen eines Regionalexpresses. Das heißt also über lange Strecken hinweg, aber dennoch auch an den kleineren Orten und auch oft haltend. Eine Zwischenkategorie, die meines Erachtens leider komplett fehlt. Es wäre sehr schön, wenn der Interregio doch noch mal irgendwann wiederkehren würde. Es gibt in Deutschland so etwas, das nennt sich Interregio Express. Das hat aber ehrlicherweise nichts mit dem Interregio an sich zu tun. Schön, dass auch der richtige Stromabnehmer übrigens oben ist. So, ach, Zugbeleuchtung auch mal vielleicht anmachen. Spitzensignale, Instrumentenbeleuchtung ist an. Fahrplanbeleuchtung machen wir auch an. So. 5,5 Kilometer noch, dann sind wir an Bobhard. Oder sollen in Bobhard sein. Ich verlinke euch das Szenario selbstverständlich in die Videobeschreibung, genauso wie die Repaints des Szenarios von meinem guten Freund Tom Fresco. Und die Repaints sind vom guten Cloven, der wirklich richtig, richtig, richtig gute Repaints macht. Auf allerhöchstem Detailgrad. Also ganz hervorragend. Er schaut auch immer wieder bei mir hier auf dem Kanal zu, wenn du das siehst. Ne? Das geht an dich. Ganz tolle Arbeit. Wir schätzen das alle wert. Vielen, vielen Dank. So, wir haben eine 110 voraus in ungefähr 2 Kilometern. Können schon mal langsam mit der elektrischen Bremse reinbremsen. Wir können das so tun, als hätten wir so eine Art Buchfahrplan hier liegen. Der ist dann halt eben oben rechts von uns im HUD, während uns eine Baureihe 103 entgegenkommt mit den wundervollen Intercity-Wagen. Herrlich. Einmal hier in diese schöne lange Linkskurve hinein. Einer meiner Lieblingsabschnitte auf dieser Strecke. Können wir auch vielleicht uns mal
Ups, nee, das wollte ich nicht. Ja, ich wollte eigentlich mit der Kamera raus. Aber das ist halt das Problem, wenn man die SIFA aktiviert hat und dann halt eben mit der Kamera beschleunigen möchte. Ach, dann kommt man immer wieder in den Fotomodus rein. Aber dann machen wir es halt einfach so. Vielleicht einfach mal so, mal zwischendurch mal ein Foto. Das wird übrigens immer wieder passieren. Aber es sieht einfach zu schön aus. Herrlich. Kann hier noch ein bisschen mit der Beleuchtung runtergehen. Mit der Blende, die ein bisschen kleiner stellen. Dann ist es auch nicht so hell. Beziehungsweise eigentlich stellen wir die Blende damit gar nicht kleiner, weil dann würde auch gleichzeitig die Hintergrundunschärfe geringer werden. Aber das ist jetzt nicht so weit umgestellt, eingestellt. Und dann hier noch am besten auch noch ein bisschen mit dem Rhein im Hintergrund. Ja, so. So. Vielleicht können wir jetzt die SIFA doch gleich noch ausschalten. Wir sind ja gleich im Boppard. So, 100 km/h, die angekündigt sind. Wir lassen einfach ausrollen, es geht eh gerade ein bisschen bergauf. Das passt auch sehr, sehr gut. Kilometer noch. Ab hier gelten die 100. Und wir können gleich mal reinbremsen. Die E-Bremse können wir schon mal hinzunehmen. Einmal voll rein mit der E-Bremse und den Rest steuern wir dann mit der Zugbremse hinterher. Ja, das ist ein bisschen sehr langsam reingefahren. Ich glaube, das geht auch schneller. Aber ist ja auch schön, hier so eine langsame Einfahrt. So, der Zug ist komplett am Bahnsteig. Wir halten an. So, Türen auf der rechten Seite auf. Wir lösen die Bremsen, ziehen aber die Lokbremse an. Und fliegen mal ein bisschen umher. Hier neben uns sehr schön eine Baureihe 218, 406-7 der Bundesbahn. Sehr, sehr toll mit N-Wagen hinten dran. Toll. Und hinten dran haben wir halt unsere Interregio-Wagen, ne? Die kennen wir. Zweite Klasse Steuerwagen, dann kommt ein erste Klasse Wagen, interessanterweise. Noch ein erste Klasse Wagen und danach die zweite Klasse Wagen. Ja, auch hier schön gemacht, wirklich die Repaints können wir uns auch nochmal hier angucken. Mit den ganzen Anschriften, die notwendig sind.
Ne? Und vor allen Dingen, was auch jetzt wichtig ist, einfach die Bremsgewichte, dass die auch mit dazu stehen. Das Gewicht des Wagens, 51 Tonnen. Ja, wichtig. Wir können die Türen mittlerweile schließen. Türen gehen zu. So. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände zurückzulassen. Und da kommt auch noch ein Regionalzug rein. Sehr schön. Und hinten dran die 101. Ruhig noch ein bisschen mehr Leistung. Nächster Halt ist dann Bingerbrück in 36 Kilometern. Das ist also noch ordentlich was. Aktuelle Höchstgeschwindigkeit 120, das heißt also, wir gehen schon mal ein bisschen mit der Leistung runter. Das Ganze ist ja ein Steuerwagen, das heißt also, das Ganze ist immer ein bisschen zeitverzögert. Man merkt das auf jeden Fall, dass das, was man im Grunde genommen an Befehlen gibt, nicht sofort umgesetzt wird, sondern da immer so ein kleiner Delay, so eine kleine Verzögerung immer mit drin ist. Und ich finde, das ist hervorragend umgesetzt. Ich habe hier natürlich erst, wenn so unser ganzer Zug dran vorbei ist. So, das ist jetzt der Fall. Das heißt also, wir können noch mal ein bisschen Leistung reingeben. So, und Leistung wieder auf 0 setzen. 130 sind erreicht. Haben natürlich keine AFB hier im Steuerwagen. Da kommt uns auch wieder was sehr Schönes entgegen. Eine 155 mit Autotransportwagen. So, ich trinke mal einen Schluck. Es ist wirklich sehr, sehr heiß aktuell. Das heißt also immer schön viel Wasser trinken, ganz, ganz wichtig. Und da haben wir die Ankündigung auf 100. Hier bremsen rein. So. 100 sind erreicht.
Schön, wie sich der Zug hier so in die Kurve hineinlegt. Ganz, ganz tolles Bild. Ach, so schön, ne? Also das ist einfach herrlich, dieses Bild. Wir sind ein bisschen zu langsam. Können jetzt wieder hoch auf 110 km/h. So, einmal. Es hakelt. Huch, was ist denn los? So. Sehr schön. Oh, eine 103 mit Interregio. Oh, herrlich. Toll. Wundervolles Bild. Und auch hier. Schön. Sind ein bisschen zu schnell. Nehmen wir die E-Bremse, dann bremsen wir wieder ein bisschen runter, während hier die 110 steht mit dem Güterwagen. Mit diesen, was sind das? Ich glaube Schüttgutwagen und da vorne noch eine Burg. Das sind Wagen des Typens TADGS. Bingerbrück, immer noch 25 Kilometer. Also noch ein ordentliches Stück bis Bingerbrück. Ja. Aber welch ein Glück, dass wir im Intercity-Steuerwagen sitzen. Und ein Glück ist nicht, dass wir eine Ankündigung auf 90 haben. Zum Glück allerdings ohne Magnet. Rechts wieder eine Burg, an der wir vorbeigefahren sind. Da sehen wir so. Und da sind wir hier am Rheintal. Schön. Uah, da ist aber jemand nah am Bahnsteigrand. Liebe Leute. Auch hier wieder die nächste Burg. Das ist so schön, ne? Immer wenn man am Rhein hier entlang fährt, eine Burg nach der anderen. So, einmal in den kleinen Tunnelabschnitt. Wir können da mal schon mal das Fernlicht erhöhen. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir uns auch an. Herrlich. Und stellen das Licht wieder um. Oh, wir sind zu schnell, viel zu schnell.
So. Und links von uns die Lorelei. Und eine 110. So. Durch das nächste Tunnelportal. Fernlicht wieder an. Und wieder aus. Und das dritte und letzte Tunnelportal mit so einem kleinen Türchen da sogar noch links. Sieht aus wie eine kleine Kirche, oder? Und auch hier können wir gerne nochmal Fernlicht anmachen. Und zwar jetzt. Und wisst ihr, was cool ich finde? Den Unterschied, wenn man den Lichtkegel ändert. Dann gibt es immer so eine kleine Zwischenstufe. Das finde ich irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen konnte. Ich hoffe schon. Herz. Was habe ich denn nicht bestätigt? Oder war das eine Sifa? Nein. Huch. Na, das ist halt, wenn man zu viel in der Außenansicht ist. So. Ja. Dann müssen wir warten, bis der Bremszylinder leer ist. So. Und weiter geht's. Haben wir auch mal hier den Sound von der 101. Und vorne im Steuerwagen ist es deutlich ruhiger. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe, ob man den Sander eigentlich sehen kann? Ob das animiert ist? Das müsste nämlich eigentlich von hier, müsste ja der Sand dann rauskommen. Sieht nichts danach aus. So, Leistung soll mal wieder zurücklaufen. Ja, wir sind nämlich schon wieder zu schnell. Hallo. Und ab hier dürfen wir dann 140 fahren. Habe ich das richtig gesehen? Ja, 140. Auch hier wieder sehr schön. Hierbei, wo sind wir hier? Das ist aber, glaube ich, nicht Bacharach, ne?
Nein, Oberwesel, natürlich, ja. Wie schön. Ein 365. So, es geht bergab, das heißt also, wir können die Leistung schon auf minimal setzen. Und gleich kommen auch 120 km/h. Da werden sie angekündigt. Also gehen wir wieder mit der E-Bremse rein und gehen ein bisschen runter. Auch schön, die linke Rennstrecke. Ganz ehrlich, Leute. Herrlich. Die kriegt man so oft in so einem guten Sale. Die hat zwischendurch auch mal nur 4 Euro gekostet. Da müsst ihr zugreifen. Also bei so einem Sale, und Sales wird es immer wieder geben, lohnt sich die Strecke absolut. Ich persönlich verbinde sehr viel mit der linken Rennstrecke. Es ist tatsächlich bei mir eine Strecke, die ich immer mal wieder im Laufe meines Lebens abgefahren bin. Die ich auch mit meiner frühen Kindheit zum Beispiel auch verbinde, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen. Und es ist halt einfach wirklich eine wunderschöne Strecke. Ich bin, als ich das allererste Mal in meinem Leben Nachtzug gefahren bin, das war aus dem Rheinland nach Innsbruck, fährt man auch über diese Strecke. Und das war auch einfach nur bezaubernd schön. In der Nacht natürlich. Und was auch bezaubernd schön ist, ist die Baureihe 155. Hallo! Ah, schön. Richtig schön mit Erz- oder Kohlewagen. Vorbei am nächsten kleinen Örtchen, das gucken wir uns auch mal eben an, welches das ist. Das ist. Das ist Bacharach, so. So, ich wollte mich mal irgendwo hinstellen zum für eine schöne kleine Aufnahme. Hier so zum Beispiel. Schön. Und dann hier neben uns natürlich der Rhein in all seiner Pracht und Schönheit. Ist auch übrigens so, beim Steuerwagen, da fehlt noch einiges, was so Sounds angeht. Zum Beispiel so ein Zischen und sowas, das im Führerstand zu vernehmen ist. Da hat der gute Raphael, der viel hier mit den Sounds mit der 101 und dem Steuerwagen am Hut hatte, schon gesagt, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Der Steuerwagen, da werden auch noch weitere Sounds nachgeliefert, dass es da richtig schön zischt und alles. Nächstes kleines Örtchen, Niederlahnstein, oder? Nee, Niederrheinbach.
Niederlahnstein ist ja, glaube ich, eher bei Koblenz. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass sicherlich die einen oder anderen von euch Interrigos nicht aus der Realität kennen, sondern nur so aus Videos und Fotos. Und sagen wir mal so, es wird auch bald eine Generation geben, die auch Intercities nur noch aus vergangenen Tagen kennt, im Sinne von Foto- und Videoaufnahmen und Erzählungen. Denn auch die sind ja nicht mehr lange auf deutschen Schienen unterwegs, während wir einen Halt zu erwarten haben. Ne, also kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich das ein oder andere Mal in der City gefahren bin. Auch im Steuerwagen. Und das war wirklich jedes Mal wundervoll, die Experience. Was auch wundervoll ist, ist dieser Intercity. Ah, herrlich. Mit dem angepassten Steuerwagen in Rot. Toll. Auch das Repaint von guten Cloven. Ne, also wenn ihr die Möglichkeit habt, doch noch mal irgendwann Intercity zu fahren, tut es auf jeden Fall. Denn sagen wir mal so, diese Erfahrungen werden nicht mehr viele neu machen können. Werden ja leider nach und nach ausrangiert, ausgemustert, zum Verschrotten freigegeben. Viele 101er sind ja auch mittlerweile schon verschrottet. Der Metropolitan ist sowieso schon verschrottet. Es gibt übrigens Metropolitan Repaints im Creators Club. Ich finde es halt irgendwie nicht so cool, weil, naja, das sind halt nicht die Metropolitan Wagen, ne? So, da ist der 500-Hertz-Magnet. Habe aber überlegt, ob man nicht vielleicht trotzdem mal den Metropolitan fahren sollte, auch wenn es halt der nicht passende Führerstand ist und. Die Innenräume der Wagen sind ja auch nicht richtig, nur die 101er, die passen in diesem Sinne. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Signal ist zum Glück auf Fahrt gesprungen. Das heißt also, wir können daran vorbeirollen und dann auch schon wieder auf Geschwindigkeit hoch. So, 500 Tags aus. Und ja, wir können erstmal 85 fahren. Genau, also da wäre die Frage, hättet ihr Lust drauf, mal im Metropolitan zu fahren? Also im Metropolitan Repaint. Also es ist halt, wie gesagt, es ist so ein bisschen fake und ich bin nicht so ein großer Fan. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan von diesen sogenannten Railjets. Gibt es ja auch unter anderem jetzt mit dieser Zuggarnitur, dass halt eben die Wagen und der Steuerwagen wie so ein Railjet da angestrichen werden und das dann so eine Art Railjet ist. Aber ich bin nicht so ein Fan von so. Von diesen komplett fiktiven Gebilden, sondern es sollte schon irgendwie was von der Realität haben. Und beim Metropolitan kann ich das noch eher verstehen als jetzt mit diesen Railjet-Repaints. Aber ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, wie ob ihr da Lust hättet, mal so eine Metropolitan-Fahrt zu machen. Und wenn ja, auf welcher Strecke? Treptow-Linkshausen. Also schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare hinein. Also es gab so ein paar Leute, die gesagt haben, dass die Texturen im Intercity-Steuerwagen nicht so ganz schön sind, aber ich verstehe nicht ganz, was sie meinen, weil also ich finde die Texturen vollkommen normal. Auch hier ordentlich Verdreckung auf dem Boden und so. Vielleicht hat das so ein bisschen damit zu tun, bei welcher Tageszeit man gerade fährt, bei welcher Bewölkung. Ich weiß es nicht. Also ich finde, die Texturen im Steuerwagen sind, für mich wirken sie fein. Aber wenn ihr natürlich in irgendeiner Form Feedback habt für den Intercity Steuerwagen, schreibt es am besten gerne ins DTG-Forum rein. Das wird gelesen. Ansonsten, ihr könnt es auch natürlich hier in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr also Feedback im Sinne von was ihr vielleicht noch verbessert sehen wollt und so.
gerne ins DTG-Forum, ansonsten auch von mir aus hier bei mir in meine Kommentare rein. Ich kenne ja die Leute auch ganz gut, die daran gearbeitet haben an dem Intercity-Steuerwagen, und ich kann das natürlich auch immer weiterleiten. Ne? Also jetzt nicht so Feedback im Sinne von, das ist zu teuer oder sonst irgendwas. Das ist nochmal was anderes, sondern es geht nur so darum, vielleicht habt ihr irgendeinen bestimmten Bug entdeckt, irgendeinen Fehler, irgendwas, was nicht sein sollte. Irgendeine Textur oder so, dann gerne sowas immer, ja, an die richtigen Stellen anbringen. So, Bingerbrück, noch 1,7 Kilometer. Wir bremsen schon mal mit der E-Bremse rein. Moin. 110er mit N-Wagen, mit den Mindlingen. Ankündigung auf 90. Einmal hier mit diesem wundervollen Stellwerk durch. Oh, was kommt denn da noch? Herrlich, eine 218 und Doppeltraktion. Ach, wie schön. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ach, toll. So, ein bisschen müssen wir noch. Noch ist ein bisschen zu kurz gefahren. Ah, wir halten bündig am Signal. Ja. Fahren ja jetzt auch nur noch 25 km/h. Könnten uns theoretisch mit der SIFA einfach abschießen lassen zum Bremsen. Nein, machen wir natürlich nicht. Sondern wir bremsen jetzt rein. Einmal die Zugbremse wieder lösen und die Lokbremse anziehen. Ja, da sind wir nun in Bingerbrück. Ja, Tür geht auf. Bingen am Rhein, nicht Bingerbrück. Ja, Bingen am Rhein, sehr, sehr schöner Ort übrigens. Kann ich sehr empfehlen, kann man sich mal angucken. Und auf der anderen Seite ist dann Rüdesheim am Rhein. Da so, das ist leider im Simulator nicht zu sehen. Genau, da vorne auf der anderen Seite wäre dann Rüdesheim am Rhein, ungefähr da so, Pi mal Daumen die Bildmitte. Und dann kann man da eben hoch mit der Seilbahn, da oben ist ein Denkmal, hat man eine sehr schöne Aussicht auf den Rhein. Und generell Bingen am Rhein absolut. Lohnt sich absolut hier auch mal ein bisschen durchzustreunern. Da vorne ist der Stadtbahnhof, links davon ist dann auch der Hafen, und von dort aus fährt dann die Fähre auf die andere Seite. Hat auch nicht viel Geld gekostet, die Fähre nur so 2, 3 Euro. Genau. Dann kann man hier auch schön sich an den anderen Stellen auch übrigens hinstellen und sehr gut auch Trainspotten. Das funktioniert alles ganz fantastisch. So, Türen können wir schon mal schließen in der Zwischenzeit, während wir noch ein bisschen drüber fliegen über Bingen. Da vorne, das ist diese Burg, die dort ist, das ist von der Stadt mittlerweile, von der Stadtverwaltung. Da war ich auch schon tatsächlich. Ja, also wirklich alles sehr, sehr hübsch hier, die Gegend. Für so einen Tagestrip absolut zu empfehlen. Genau. Oder auch vielleicht sogar, um eine Nacht dort zu bleiben, absolut empfehlenswert.
Okay, dann wir stehen da vorne noch. Wir müssen aber weiter. Dementsprechend lösen wir auch die direkte Bremse. Auch die indirekte Bremse. Und geben Leistung. Und hören mal hin auf die 101. Es gibt noch nicht so viele 101er Repaints im Creators Club bisher. Ist mir aufgefallen. Allerdings sehr viele für den Steuerwagen, sehr, sehr viele München-Nürnberg-Express Repaints. Übrigens in Kürze folgt auch noch eine Repaint-Vorstellung. Entweder noch heute oder morgen. Vermute ich eher morgen. Dann kommen auch nicht alle Videos immer an einem Tag raus, sondern auch so ein bisschen mal zeitversetzt. Wir dürfen 100 fahren und gleich auch 160, unsere Höchstgeschwindigkeit heute. Eigentlich können wir schon jetzt Hebel on the Table machen. So, genau, ab hier 160. Und hier ist der Stadtbahnhof von Bingen. Und hier vorne ist dann das Hafengelände. Das sieht natürlich deutlich belebter aus, deutlich mehr Infrastruktur, die wir da sehen können in Realität. Ach, toll. Genau, ne? Hier ist dann der Hafen. Und wir nehmen die Leistung wieder runter. So, SIFA wird uns heute nicht nochmal zurückbremsen. Bisschen Leistung können wir wieder dazu schalten. Sind doch ein bisschen sehr langsam geworden. Auch hier wieder wundervoll. Und da die Ankündigung auf 150. Meins übergeben wir dann. Wir sind ja der Interrigo, der fährt ja bis nach Konstanz oder Konstanz.
Huch, entschuldigt gerade den Discord-Ping. Ich weiß nicht, ob man es im Video gehört hat, ich glaube schon. Ich habe es leider nicht ausgeschaltet. Uiuiui, da sind aber viele, viele Züge. War das eine Vierfachfraktion? Ich glaube schon, ne? 4x6, 28 abgestellt. Mal das Führerbremsventil komplett durchziehen, damit uns die PZB nicht zwangsbremst. Aber das wird eng. Das wird eng. Ah, es hat nicht geklappt. Es hat, also das waren wirklich nur, das war wirklich nur um ein Haar. Zwangsbremsung Nummer 2. Ja, ich hab's gehört, danke. So. So, Bremszylinder leert sich. Hauptluftleitung ist gefüllt. Bei 5 Bar, auf geht's. Das war eine Ankündigung auf 60, meine ich. So, wir dürfen nicht schneller als 40 fahren. So, Wechselblinken ist weg. Dann können wir jetzt wenigstens auf die 60 hoch, die wir gleich fahren dürfen. Kriegt man kaum genug von, oder? Von diesem Bild. Warum auch immer wir jetzt gerade nur 60 fahren dürfen. So, haben uns mal befreit aus der Beeinflussung. Weiterfahrt mit 60 und hallo. 628 kommt vorbei nach Gau-Algesheim. In Doppeltraktion. Einmal mit 60 über die Weiche hier. Und dann einmal mit 160 weiter.
Oh, da sind wir schon hart am Oberstromlimit von 500 Ampere angekommen. Ich glaube, das Limit liegt sogar drunter, oder? Sehr schön, ein weiterer Interregio mit einer 101. Das ist einfach das Fahrzeug, auf das ich, glaube ich, schon seitdem es den TSW gibt, gewartet habe. Also wirklich mein Nummer 1 Top-Wunschfahrzeug war immer der Intercity-Steuerwagen. Und es ist einfach so schön, dass wir den jetzt haben. Da könnte ich nicht glücklicher sein. Und ich hoffe, es geht euch da so ähnlich. Und so wie ich das in den Kommentaren mitbekommen habe, geht es auch den meisten so ähnlich. Kurz einen Schock bekommen, weil die Person sehr nah Richtung Bahnsteigsrand unterwegs war. Da bleibt einem ganz kurz einmal das Herz stehen. Und dann geht es auch wieder. Herzstillstand wäre nicht so gut, während wir in Zug fahren. Aber zum Glück gibt es ja dafür auch noch die SIFA. Oh, da ist ein Güterzug aus dem Nichts aufgetaucht. Und links eine V60. Herrlich. So noch weniger als 10 Kilometer bis Mainz. Das heißt also, ja, ich denke mal, im Pi mal Daumen 5 Minuten werden wir da sein. 160 km sind erreicht. Wir wollen auch nicht schneller als 160 sein. Sonst meckert gleich die PZB mit uns. Ich krieg nicht genug vom Intercity-Steuerwagen. Das wird zwar jetzt erstmal das letzte Video sein vom Intercity-Steuerwagen für jetzt so die nächsten paar Videos. Ne? Es wird auch mal wieder Zeit für was anderes. Beziehungsweise morgen gibt es dann auch nochmal eine Repaint-Vorstellung. Und danach vielleicht erstmal mit ein, zwei, drei weitere Fahrten in irgendwelchen anderen Fahrzeugen. Die gibt es ja auch noch. Aber der Intercity-Steuerwagen wird sehr regelmäßig wiederkehren auf meinem Kanal. Das könnt ihr mir glauben. Cool, danke. Sonne, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Und wir haben dann eine Ankündigung auf 100.
Den Rest machen wir mit der E-Bremse. So, 100 haben wir auf dem Tacho. Wir lösen wieder. Übrigens, der 20. August ist nicht mehr in allzu weiter Ferne, wo ja bestimmt ein paar interessante neue Dinge angekündigt werden. Und in dieser Woche, wo ihr hier dieses Video hier seht, bin ich auch selbst unterwegs in geheimer Mission. Kann euch da jetzt noch nicht sagen, verraten, wo und wie und inwiefern, aber mit etwas Hoffnung bringe ich euch dann auch entsprechendes Videomaterial mit. Aber mehr dazu dann zu einem späteren Zeitpunkt. Viel wichtiger ist an dieser Stelle, dass wir jetzt wirklich kurz vor Mainz sind. Da wären uns 130, nee, 80, okay. Das sah kurz aus wie eine 130, die uns angekündigt werden. Hätte mich schon gewundert. So, hier geht die Performance wieder in die Hose. Aber jetzt geht's wieder. Da steht eine 103 mit Intercity-Wagen. Sehr schön. Da auch ein Intercity. Und wir haben halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Das Repaint auch aus dem Creators Club. Toll gemacht. Passt auch wirklich ganz hervorragend und werden uns auch demnächst mal noch angucken. So, wir müssen anhalten. Und zwar das nicht zu spät. Der 1000 Hertz Magnet, der 500 Hertz Magnet wird nämlich kommen. So. So, ein bisschen sehr früh reingebremst. Na, nicht anhalten. Komm schon. Jawohl, die 101 arbeitet da mit. Und dann sind wir angekommen im Mainzer Hauptbahnhof. Auf Gleis... Hier. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, wir lösen wieder. Und ziehen die Haltebremse an. Jawohl, Türen auf. Und dann verabschiede ich mich ganz herzlich von euch, von diesem Szenario hier. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Szenario von Tom Fresco. Link zum Szenario in der Videobeschreibung. Auch dieses wundervolle Repaint der Interregio in diesem wunderschönen Blau, Interregio Blau mit dem Steuerwagen BPMM BDZF und entsprechend den Lackierungen auch für die beiden Wagen. Für die erste Klasse sehen wir hier und zweite Klasse hinten auch dran. Auch das Link dazu in der Videobeschreibung. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich noch zum Schluss bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, dass ich euch mit im Führerstand im Virtuellen mitnehme. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.